So. Okay. So. Okay. Ja, alles ruhig. Aua! Habe ich jetzt irgendwie nicht durchgekommen und dann passiert das. Da ein Technik Operator immerhin etwas. Komm her. Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Lassen Sie mich das reparieren. Reparatur abgeschlossen. So. Wie kommen wir da denn hin? Mal abspeichern. Wer dann vorbeikommen? Ich fliege mal hier rein. Da sind wir in diesen Rohren ja sicher. Vielleicht sind wir ja sicher in diesen Rohren, ich weiß es ja nicht, aber. So. So. Wie ist denn da? Das ging jetzt sogar, hä? Ab in den Frachtraum. So. Ab in den Frachtraum mit uns. Schnellspeichern ist jederzeit über das Pausenmenü möglich. Ja, oder auch per Tastenkombination, die ich mal vergessen habe. Es gibt noch eine Tastenkombination, ja. Ich glaube F8 oder und F8 und F5 oder so. Aber ich weiß nicht welches. Ich glaube. F5 durch Speichern und anderes Laden, aber ich weiß es nicht, weil man auch nicht belegen kann irgendwie. Ja, man kann es ja auch nicht frei belegen, seltsamerweise, um das dann nachher zu machen, wenn man das braucht. Und ich das auch mal sehe, wenn ich das brauche, wenn ich das wieder vergessen habe irgendwie, aus irgendwelchen Gründen. Weil man das länger nicht mehr benutzt hat. Mikrogravitation entdeckt. So. Okay. Ja. Dritte Folge könnte jetzt die letzte sein. Würde ich mal behaupten. Boah, es gibt so lange Abspannung, dass wir eine Stunde brauchen, aber. Gibt's ja auch ins Spiel, ne? 2 Stunden Abspänne. Weil so viele Leute beteiligt waren. Okay, hui. Schwerkraft normal. Oh, hier haben wir so einen freien Blick raus. Nee, noch nicht. Ja, ernsthaft? Das hört doch auf, Leute, ey. Dann frage ich nicht, was dein Beta-Tester gemacht hat die ganze Zeit. Wahrscheinlich waren die so fasziniert von dem Spiel, dass sie nicht aufgehört, dass sie nicht auch beendet haben. Was ist das hier? Komm gar nicht rein? Wer hat mich da gesehen? CN9 Blackbox Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Tja, irgendwas ist da wohl, aber. Da kommt ja nicht rein. Na, ja, dann gehen wir halt weiter. Dann gehen wir weiter in die Nebenseitung. Ja, so ist. Dann gehen wir halt da weiter. Die Schwierigkeit kann jederzeit über das Gameplay-Optionsmenü geändert werden. Ach ja, wie schön. Macht jetzt auch keinen. Ich glaube, Martin, jetzt macht es auch keinen Unterschied mehr. Wie hoch man stellt. Ja. Gut, ob man das überhaupt braucht in Spielen. Schwierigkeitsgrad hoch, runter stellen, ich weiß nicht. Klar, wenn einem das Spiel zu schwer ist mittendrin, dann stellen wir es runter, aber.
Ich halte eigentlich grundsätzlich einheitliche Schwierigkeitsgrade durch ganzes Spiel am besten. Man wächst halt mit den Herausforderungen. Er ist daran umgekippt. Okay. Was sehen Sie da im Glas? Was? Wo? Moment mal. Na, noch einer. Da kommt wer. Noch einer, ein zweiter. Wo ist denn zweiter Poltergeist? Zwei Poltergeister. Munition ist fast alle. Tamiko Hayashi, 9mm Munition, 2mm Pistole. Ach, das Dual hat es dir nicht geholfen. So, selbst Dual hat dir das nicht geholfen? Sam Herz, 2mm Pistole. Awesome, cool. Der hat aber die Nummer mal immer noch nicht dabei. Das ist besser, Mann, wenn du mal schießt mit den Dingern einfach zurück. Oh. Was ist der Mist, ey? Okay, hallo? Kevin Hagel lebt immer noch. Mit den intakten Aufzügen können wir die Station zurückerobern. Ach ja, guck doch raus! Rani hat uns erzählt, was im Arboretum passiert ist. Ist es in der Station irgendwo sicher? Na klar. Morgan, ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben, aber da reißt Alien-Materie den Rumpf auf. Sie ist es vorbei? Los. Sind da noch mehr? Ach, schau mal, alle Fenster der Station. Es verschlingt alles. Es ist überall. Operator nähert sich. Rani hat uns erzählt, was im Arboretum passiert ist. Ist es in der Station irgendwo sicher? Nee. Ja, habe ich extra jetzt gemacht, weil ich da jetzt hin will. Da können wir damit irgendwie was erledigen. So geht Transtar mit seinen Mitarbeitern um? Das werden wir ja sehen. Ja, wir werden ja mal sehen, ob wir hier irgendwie rauskommen, ne? Würde ich mal behaupten. Mein Freund Awesome Cool hat aber die Sicherheitskarte nicht mehr bei sich. Hat er verloren. Verschwinden, raus hier. Da ist eigentlich auch da raus, ey. Das ist auch kein sicherer Ort. Ich habe das Gefühl, unser sicherster Ort ist noch unser Büro. Man kommt von dort. Oder hat den Shuttle-Dock. Sich am besten nicht. Am besten sich schon in den Sattel setzen. Den Sattel zu setzen wäre doch eine bessere Idee, oder? Und dann loszufliegen, wenn der Vieh kommt. Selbst wenn er noch nicht bereit ist zum Abflug, aber das ist sicher. Wenn die Hölle nämlich losbricht. Diese Rettungskapsel ist auch nicht mehr. Die Rettung auch nicht mehr zu erreichen. Komm her. Ah, wo ist Sim? Bald alle. Müssen wir nochmal ein bisschen uns was holen. Jedenfalls kommen wir ins Kraftwerk schon mal. Da haben wir schon mal angekommen. Mit dem Luftgemisch haben wir jetzt hier rausgehauen. Das heißt, hier kommt keiner mehr. Im Überleben ist keiner mehr. Thermalphantoms können Mimics rufen und mit einer Aura super heißen Plasmas umgeben, bevor sie angreifen. Brennende Mimics sind immun gegen Feuerschaden. Okay. Wir haben nur keinen Flammenwerfer.
Ja, wir, uns fehlt der Flammenwerfer dann dafür. Ja, uns fehlt der Flammenwerfer dafür. Das ist das Problem, ne? Was wir dann haben. Wir haben kein Feuerzahn. Das wäre cool, wa? Ein Sturmgewehr. Ne? Sturmgewehr oder Flammenwerfer. Irgendeine Waffe davon wäre cool gewesen. Flammenwerfer ist auch cooler. Gibt's mir nie, nicht so häufig. Im Spiel, den Flammenwerfer. Sieht doch cool aus, grafisch. Stattdessen haben wir nur irgendwie komisch rein. Haben wir ja jetzt gemacht hier, ne? Haben wir ja das Zeug rausgezogen. Oh. Okay. Bräunlicht. Die helfen mir noch nicht weiter hier gegen diese Viecher. Oh, gegen dieses Vieh, besser gesagt. Ich bin nur noch eins hier unterwegs. Ja. Und sein Atemgas war halt auch beschränkt seinerzeit mit dem Traumata. Aber wir gehen da unten rum. Der kürzeste, die beste Weg. Okay. So. Wie sind wir weiter? Sind wie cool, wenn man Kompass hört wieder hier in dem Helm. Wie cool. Na, machen wir auch. Benutzen Selbstzerstörungskonsolen. Untergang. Ja, die Zündschlüssel im Kraftwerk. Das machen wir. Genau, da sind wir auf dem Weg. Das auch noch zu machen. Ja. Wir haben nur gar nicht verwendet. Das Vieh ist ja auch, natürlich. Ist ja überall, ja. Klar, das Respeng wäre auch eine coole Idee, aber es ist so. Eigentlich so voll klischeehaftig, ne? Das ist eigentlich voll klischeehaftig, sowas zu sprengen. Das macht man ja, die macht man ja in jedem Spiel. Deswegen macht man was anderes. Ich werde es als letzte Option sehen. Okay. Doch hier lang. Ja gut, wir können natürlich einen anderen Weg finden in den Ortler. Wir kommen jetzt hier ein bisschen runter. Wo ist das? Wo muss ich denn hin? Runter zu kommen? Na, verdammt, ich muss auch mal ein Stockwerk runterkommen. So. Okay. Ach, hilft mir auch nicht. Ich muss da. Wo komme ich denn da weiter? Ich muss da irgendwie hinkommen. Kann ich anders machen? Und klar. Hat auch funktioniert. Jetzt sind wir so ganz runtergekommen, ne? Naja. Okay.
Die verschlingen, die wollen wir verschlingen hier. Okay. Fabrizieren wir es? Ja, natürlich. Fabrizieren wir mal Munition. So. Mehr kann noch da rein, ne? Und nochmal. So. Okay. Gott, so die Waffen haben. Hat dem allen nicht geholfen, ey. Hat den allen nicht geholfen. Diese ganzen Pistolen. Okay, dann da war's. Nee, ne? Nee. Übrigens, jetzt sind wir hier runter problemlos, ohne Performance-Probleme. Das ist auch komisch, ja? Okay, wir sind da angekommen. Sind Elixir-Schlüssel und Morgen-Schlüssel. Erinnert die Schlüssel im Kraftwerk. Für alle Fälle machen beides, ne? Löse Selbstzerstörung in der Raumstation aus, ob von der Brücke. Das ist das ja nämlich, ne? Hier nach oben. Da war es mal Performance Ruckler. Ja, der hier nach oben will, ne? Und nach oben guckt, das geht aber besser als beim letzten Mal. Wir sind jetzt hier hoch. Wir können natürlich über den Lift hoch, aber wir machen den Weg für Profis. Wollte ich eigentlich nicht. So. Wie komme ich nach oben? Wie war das noch? Wie komme ich hoch? Wie ging das, verdammter Mist? Wie sind wir hochgekommen beim letzten Mal? Ach so. So. Okay. Ja, sind wir angekommen. Nun geht der Weg für Profis. Oh, zwar nicht so perfekt, aber wir sind hochgekommen. Wir verschwinden wieder hier. Okay. So, wieder hier raus, ne?
Puh. Ja, nee, du kannst mir nicht helfen. Ich bin hier heile rausgekommen. Ich war mal ab hier. Diesen Erfolg müssen wir mal feiern. So. Kübelkammer. Puh. Oh, komm her. So. Kein Problem für uns. Wir können hier wieder raus. Okay, hier ist auch noch alles okay. So. Und wieder raus in die Lebenshaltung. Haben es hinter uns gebracht. Okay. Die Schrotflinte ist auf kurze Distanz extrem wirkungsvoll, aber eine schlechte Wahl wird bei weit entfernten Zielen. Auf so große Entfernung schießt man ja hier auch nicht. Im Auretum noch am ehesten, ne? Aber. Naja. So. Okay. Was geht's? Wieder zurück. Hier ist wieder die Luft in Ordnung. Haben wir extra mal gemacht. Für den Effekt, glaube ich. Okay. Aber hier weglaufen. Da oben, hier müssen wir nach oben. Na gut, man könnte dann die auch einfach hochspringen hier auch, aber. Machen wir jetzt eine Kletterpartie reicht ja. Plus die Pommes Fritz auf der Baktion. So viele Objekte mittlerweile, dass wer mehr weiß, welches ist. Kann auch sein, ne? So. Willkommen. Vielleicht kann ich. Was ist das denn? Was war das denn? Wieso war hier ein Medizinprojektor kaputt? Ich hab ihn gehört, ey. Ich bin schon draufgelatscht. Ich bin schon draufgelatscht auf dieses Vieh. Hier noch eins. Ich hör's zumindest. Ich hör's zumindest, aber. Keine Ahnung, auf jeden Fall geht's in die Lobby. Wir fahren jetzt von hier mit dem Fahrstuhl nach oben. Was machen wir jetzt? Wir gehen nicht durch die Guts. 2005! Morgen Yu wird als Kind einer deutschen Hightech-Unternehmerin und eines chinesischen Neurowissenschaftlers geboren. Ach so, das Spiel auch für Deutsche. Boah, von Deutschen. Weil wir spielen an Deutschen. Genau. Für die nächste politische Wahl gleich mal anmelden, ne? Ja, nur Spiele mit deutschen Charakteren sind gut. Oder so. Ja, wer weiß. In der Welt ist ja heute alle möglich, ne? Die Videospielpartei. Oder die patriotische Videospielpartei. Nur deutsche Spiele mit deutschen Charakteren. Ja, oder so. Ah ja. Okay. Was ist denn das eigentlich für ein Raum? Hm. Ich sehe nichts, aber ich glaube, wir sollten hier auch gar nicht so lange bleiben. So. Okay. Ab ins Arboretum nach oben. Auf Reckenwege. Von unten nach oben auf Reckenwege. So. Okay.
So, ab ins Arboretum. Jetzt müssen wir wieder hier durchschweben. Wundert mich, dass wir sonst in der Station noch Gravitation haben. Wundert mich. Tatan 25. Die Kletka wird privatisiert und wechselt aus der Hand der Regierung in den Besitz einiger intriganter internationaler Investoren. Transtar und Tal 1 werden geboren. Ja, und beim Untergang sind wir auch dabei. Ja, also beim Tod sind wir auch dabei. Über ein kurzes Leben für die Raumstation, die ein längeres Leben sollte als wir. Ja, aber, naja. Das ist jetzt hier 2032, dann ist ja morgen hier 27 Jahre alt erst. Das sieht Delta aus, finde ich. Aber, naja, egal. Wir wollen jetzt der Brecker. Wir werden jetzt durch die Nullwelle zuerst finden und dann versuchen, was passiert. Entdeckt. Naja, muss mich jetzt beeilen, weil dieser blöde Dingen! Das ist aber, ich erschreckt mich. Deswegen. Niemand, ist niemand übel, ne, dieses Transportmittel. Hätte man früher drauf kommen können. Aber jetzt immerhin mal gesehen, ne? Nicht mehr angekommen. So, die Brücke, da ist er. So. Du trittst Brücke. Neuromod-Fähigkeiten entstehen durch die Aufzeichnung der neuralen Konnektome der größten Athleten, Künstler und Denker der Erde. Ja. Aber war doch Katastrophenexperte dabei? Hat jemand das Wissen der Katastrophenexperte als Experte der Katastrophenvermeidung? Hat den auch jemand gescannt? Wäre natürlich angenehm, mal, ne? Ah, naja. Wir können jetzt also jetzt hier nach unten mal gehen. Wo kommt das Ding eigentlich her? War das hier auch schon da? Wie sieht das Inventar denn aus? Da noch Platz. Weil ich frage mich, ob wir überhaupt noch mehr brauchen. Aha. Escape Pods. So. Hier ist doch alles ruhig. Kann ich das sagen können. Wo ist denn Will Mitchell? Hier sind Leichen. Dann muss der Will Mitchell in der Nähe sein. Den Pina-Fabrikatorplan. Psychoaktivlader SI286. Was haben wir da wieder? Du regierst lang, zieh lang mit der Zeit. Das brauchen wir nicht unbedingt. Gorn Bits, Leiche. Zitronenschale, Bananenschale. Daddy Hall, Leiche über 9 Zahl. Guck sie wahrscheinlich auch nicht. Da ist er. Stone Blank Shaw hat ausreichendes Kabel und Anzugreparaturkit. Und Teil von Leiche. Okay. Okay. Ich wundere mich, dass es hier keine manuelle Abschlussvorrichtung gibt. Wie bei anderen. Das ist immer seltsam. Ja, gerade da gibt es sowas, wo der stecken bleibt. Aber wenn er hier stecken bleibt, dann hast du ein Problem, aber wie? Ja, ich würde mal sagen, wir können mal abspeichern hier. Okay. Warte mal, hab ich nicht so einen Schuss dagegen? Bist du ja sehr schön, durch den du immun gegen Sackerladung bist. Ja, hallo. Morgen, Yu. Diese Kapsel funktioniert, aber ich weiß nicht, wie man sie startet. Ach, ernsthaft. Kommen Sie mit. Ein Sitz ist noch frei. Ich sehe ein paar mehr Sitze.
Wimmelmetzel. Ich überlege, ob er was noch was zu sagen hat, deswegen warte ich jetzt immer ab. Legen wir den Konflikt auf der Erde bei. An der frischen Luft, ne? Mit Würmern unter den Füßen. Der einzige Wurm, den ich hier gerade sehe, bist du. Auch wenn das hier rumgekommen ist, mit seiner Retackerladung, weil er leer hat. Hat er auch fabriziert? Ich sterbe bald. Kein Grund, mich jetzt noch zu fürchten. Und dann hast du das dann, dieses Ding, hä? Wie ist das Ding? Wie ist das dieses Ding da drin, hä? Ich warte immer ab, weil ich wissen will, ob er noch was zu erzählen hat. Bevor wir da reingehen und dann. Ich weiß nicht, was er dann machen. Wir sind jetzt fertig. Er stirbt trotzdem weg. Er ist weggestorben. Ich muss ihn nicht mehr töten. Wir haben uns abgeschlossen. Plasmabeutel und Sis Kakunagi rollen. Keine Recycler-Ladung mehr. Komm her, kommen Sie mal weg. Bestmütig mit dem Fieder zum Astro-Vorwerfen. So, können wir immerhin sagen, hier wurde halt getötet von diesem Vieh. Hä? Und jetzt, ja, die Leiden, diese Arme haben wir zerquetscht. Moment, das geht natürlich nicht. Ja, das geht natürlich nicht so. Wir haben das abgeschlossen. So, was bleibt denn noch übrig? Das haben wir noch nicht. Das gelingt auch nicht mehr wahrscheinlich. Dann haben wir noch alles abgeschlossen. Was haben wir denn hier, Daniel Show? Das war derselbe Text. Okay, abgeschlossen. Hier ist noch nichts mehr weiter. Ist wohl fett. Funktioniert diese Kapsel wirklich? Kann ich auch nochmal flüchten von hier aus? Den Tag haben wir schon mal gelesen. Ja, das geht jetzt auch nicht, denke ich. Diese Fluchtkapsel weist derzeit eine Fehlfunktion auf. Techniker benachrichtigt. Bitte verwenden Sie eine andere. Und eben weil er das gehört hat, hat er sich jetzt hier hat auf uns gewartet, bis wir immer mit ihm sterben. Er stirbt auch weg, wenn man ihn nicht, wenn man die Sackerladung entschärft. Okay. So. So. Okay. Fehler. Charakteranpassung benötigt. So. Okay. Kann ich das jetzt nicht machen? Guten Tag, Carlos. Das Mittagessen wird von 12 bis 14 Uhr in der Kantine serviert. Das tägliche Menü finden Sie im Wochenupgrade. Oh, das sieht auch cool aus. Das ist ein Vieh mal von außen. Na, cool sieht das ja aus, aber auch beunruhigend. Krass. Das ist das Vieh. Alter. Ja, toll, wie kriege ich das Ding jetzt aktiviert? Habe ich einen Fehler gemacht? Ja, speichern wir mal ab. Gucken, was passiert, wenn wir jetzt da oben hingehen. Wer,
Was redet da mit mir? Matt Morgan. Morgan? Vielleicht. Ich nehme eine Person wahr, die wie Morgan Yu aussieht. Morgan, seien Sie vorsichtig. Ihr Bruder ist labil. Eventuell lässt er die Selbstzerstörung nicht zu. Und er ist bewaffnet. Labil? Ist das ein Witz, Operator? Diese Maschine hat dich verdorben. Moment mal. Ich glaube, wir sind da zu früh rein. Also zu früh reingeplatzt. Tut mir leid. Das breche ich nochmal ab. Wir hätten nur warten müssen, bis der Dialog fertig ist von den beiden. Wir sind reingeplatzt. Das war deswegen mal nochmal. Nochmal richtig, bitte, wenn schon, ja? So. Wer. Was redet da mit mir? Mein Name ist January 2035. Es gibt viele Operator auf der Talos 1, aber keiner davon ist wie ich. Unsinn, du bist eine Maschine. Eine schlecht durchdachte. Morgan würde nie... Das war ein Trick. Wer hat dich programmiert? Ich vertrete die Wünsche von Morgan Yu. Stand 12. Januar 2035. Ihr Bruder hat mich erschaffen, damit seine Ziele umgesetzt werden. Und ihre scheitern. Meine? Es gibt keinen Unterschied zwischen dem, was ich will und was Morgan will. Nicht die echte Person. Sie glauben, seine jetzige Einstellung sei nicht legitim? Weil sie der Persönlichkeitsabweichung von Nutzern bei starken Neuromod-Änderungen zugrunde liegen könnte? Warum glauben Sie das? Es ist denkbar, dass Morgan zu ähnlichen Schlüssen gekommen ist. Jedoch aus anderen Gründen. Können Sie sagen, wie stark sein Denken beeinflusst wurde? Ich nicht. Oh, ich kann eins sagen. Und was? Du kennst den Unterschied zwischen einem Bug und einem Feature nicht. Aha. Ich bin überrascht, dass du die Zündschlüssel vorbereitet hast. Diese Maßnahme ist aber nicht nötig. Das Nullwellengerät wird funktionieren. Innerhalb von wenigen Sekunden sollte unser Signal sich in der Koralle ausbreiten und jeden Typhon auf der Talos 1 erledigen. Also auch den Großen dort draußen. Der Rest von uns dürfte mit leichten Kopfschmerzen davonkommen. Ich überlasse dir die Ehre, aber beeil dich lieber. Morgan, diese Maschine, sie hatte deine Stimme. Aus dem Video weiß ich, dass du mit Operatoren gearbeitet hast. Aber das, es ist noch nicht zu spät. Wir können es noch schaffen, du hast deine Meinung doch schon mal geändert. Ich halte dich nicht auf, wenn du es beenden willst, das weißt du. Also, was wirst du tun? Aha. Aha, wird der auf dem Mikro räumen, dann macht er immer einen Platz. Wenn man hier nie reinplatzt, wahrscheinlich. Andersrum ist das vielleicht andersrum. Es ist nicht zu spät. Wir können es noch rumreißen. Das Prototyp-Nullwellengerät wird funktionieren. Aber du musst dich beeilen. Die Zeit wird knapp. Wir haben trotzdem Zeit für beides, oder? Aha, ja, die wissen und der Unterschied zwischen einem Bug und einem Feature nicht. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Natürlich können wir jetzt nochmal probieren und dann nochmal reinplatzen und dann mal schauen, was dann passiert. Damit wir beide Versionen jetzt gehört haben. Yes? Ja, das ist ein Ja. Ich mach das nämlich. Ich mach den nochmal und renn einfach rein. Und gucken, was dann passiert. Gut, man, dass jetzt wahrscheinlich January dann da Alex erledigt. Oder so. Irgendwie. Das vermute ich jetzt mal, dass das nämlich dann andersrum passiert. So. Wir machen das nochmal jetzt. Das ist nicht sehr interessant, muss ich sagen, deswegen zeige ich jetzt nochmal alles hier. So, komm her. Wer. Was. Redet. Morgan. Morgan? Vielleicht. Ich nehme eine Person wahr, die wie Morgan Yu aussieht. Morgan. Seien Sie vorsichtig. Ihr Bruder ist labil. Eventuell lässt er die Selbstzerstörung nicht zu. Und er ist bewaffnet. Labil? Ist das ein Witz, Operator? Diese Maschine hat dich verdorben. Hat es dir gesagt, dass es dich nicht von der Station lässt? Ja, wusste ich. Los, sag es ihm. Ihr Bruder hat recht. Wenn sie die Talos 1 zerstören, muss ich laut Anweisung dafür sorgen, dass sie mit ihr untergehen. Aber das wussten sie ja schon. Es war ihre Idee. Niemand bei vollem Verstand würde solch einem wahnsinnigen Plan zustimmen. Das ist nicht richtig.
Die Geschichte ist voll von Beispielen der Selbstaufopferung zum Wohle anderer. Sagt sich leicht, wenn es nicht um die eigene Haut geht, Roboter. Tut mir leid, Morgan. Du hast keine Ahnung, was das überhaupt bedeutet. Ich werde diesen Unsinn beenden. Ja, tatsächlich. Ihr Bruder ist nur betäubt. Sobald Sie jedoch die Selbstzerstörung aktivieren, wird sich das ändern. Sie aktivieren die Selbstzerstörung trotzdem. Oder bitte denken Sie daran, dass ich auf Ihren Befehl handle. Aha. Dann passiert das jetzt so? Petrus, mein Bruder, hat der noch bei sich? Können wir jetzt... Aha, das ist also jetzt die andere. Man kann es jetzt wirklich nochmal entscheiden, ja? Wir können jetzt... Das ist immer noch gestört. Ey, wenn ich ja nie mit ihm rede, wahrscheinlich das möglich unten zu machen, ne? Ja. Geht das jetzt nur, wenn ich den jetzt ausreden lasse und da nicht reinplatze? Ja, er stört das nämlich immer noch. Muss er nochmal jetzt laden, ernsthaft, damit er jetzt irgendwann die Nullwelle starten kann? Ach, wir müssen das nochmal anhören. Tut mir leid. Jetzt haben alle Varianten jetzt kennengelernt. Jetzt können wir nur noch den Knopf drücken. Ja, ich will aber den anderen Knopf drücken. Das heißt, wir dürfen nicht da reinlaufen. Gut. Okay. Interessant, ja. Hier nochmal Möglichkeit zum Ende hier, die wir beide nochmal kennenlernen werden. So. Wer... Was... Redet da mit mir. Mein Name ist January 2035. Es gibt viele Operator auf der Talos 1, aber keiner davon ist wie ich. Unsinn, du bist eine Maschine. Eine schlecht durchdachte. Morgan würde nie... Das war ein Trick. Wer hat dich programmiert? Ich vertrete die Wünsche von Morgan Yu. Stand 12. Januar 2035. Ihr Bruder hat mich erschaffen, damit seine Ziele umgesetzt werden. Und ihre scheitern. Meine? Es gibt keinen Unterschied zwischen dem, was ich will und was Morgan will. Nicht die echte Person. Sie glauben, seine jetzige Einstellung sei nicht legitim? Weil sie der Persönlichkeitsabweichung von Nutzern bei starken Neuromod-Änderungen zugrunde liegen könnte? Warum glauben Sie das? Es ist denkbar, dass Morgan zu ähnlichen Schlüssen gekommen ist. Jedoch aus anderen Gründen. Können Sie sagen, wie stark sein Denken beeinflusst wurde? Ich nicht. Oh, ich kann eins sagen. Und was? Du kennst den Unterschied zwischen einem Bug und einem Feature nicht. Ja. So sieht's aus. Dann haben wir mal ein paar Reaktionen von Ono gesehen. Ich bin überrascht, dass du die Zündschlüssel vorbereitet hast. Ja. Diese Maßnahme ist aber nicht nötig. Das Nullwellengerät wird funktionieren. Innerhalb von wenigen Sekunden sollte unser Signal sich in der Koralle ausbreiten und jeden Typhon auf der Talos 1 erledigen. Also auch den Großen dort draußen. Der Rest von uns dürfte mit leichten Kopfschmerzen davonkommen. Ich überlasse dir die Ehre, aber beeil dich lieber. Ja, gut, jetzt hast du nichts mehr zu sagen darüber, ne? Ja, und jetzt kann man jetzt das Ding benutzen. Das war jetzt auch machen, jetzt endlich mal. Haben wir jetzt alle Varianten jetzt kennengelernt, zweimal, also... Ich kann jetzt den Knopf jetzt drücken. Ja, falls es nicht geht, nehmen wir halt den anderen Knopf, ne? Na dann, nur Übertransmitter bereit, Übertragung. Was geht's? Die Neuromod ist? Naja, die Antwort ist auf der einen Seite leicht und auf der anderen kompliziert. Sie ist die Zukunft. Heute. Und noch wichtiger, unsere Vergangenheit. Heute. Das ist es, was Trendstar macht. Jeder Mitarbeiter, alle zusammen. Es ist die Unsterblichkeit. Und sie ist wundervoll. Es hat funktioniert, ne? Es hat funktioniert!
das ganze Ding so mit der Nullwelle zu erledigen. Dann war's das jetzt mit Prey nach jetzt zögerlichem Ende. Ja, wir haben uns jetzt eigentlich in die Nullwelle zu zünden, den anderen Knopf zu drücken, wenn wir den einfach genommen hätten, wenn... Ich meine, der stand ja auch daneben, ja? Wenn unten nicht funktioniert, hätte Oma einfach drücken können. Alex, also ist ja nicht. Wenn man es so betrachtet, dann ist das ja kein Problem, ja. So, das war's mit Prey. Ein Spiel, ja... Es war gut, aber... letztlich überragend, ja. Allein schon die ganzen Bugs zum Beispiel. Dann auch, ja, wie gesagt, das ganze Quest-Design, das Spiel eigentlich darauf ausgelegt ist, halt gradlinig zu spielen, weil man sonst Quests also verpasst zum Beispiel. Also man verpasst es entsprechend, ja, solche Dialoge und so weiter, Gespräche, Monologe und ähnliches. Das finde ich ein bisschen blöd. Aha, jetzt sind wir hier offenbar, wie das alles ausgebrochen ist, oder? Yep. Das, so fing das alles an. Nochmal ein Rückblick. Ah ja. Ja, dann von der Performance ist das Spiel nicht so überragend. Es ruckelt ein bisschen, obwohl es nicht ruckeln sollte. Vom Sound auf dem PC zumindest, was ich jetzt so sagen kann, auf dem PC. Ist auch nicht so überragend von der Soundortung zum Beispiel. Das habe ich in einem, war glaube ich, PlayStation-Video. War das, wirkt das viel intensiver, als es jetzt hier war. Ich weiß gar nicht warum, keine Ahnung. Da wird gerade jemand gewebt, ja, war ja klar. Nett, hallo. Naja, da ist es halt nur ein gutes Spiel von der Story. Ja, das ist ganz spannend, muss ich sagen. Ja, das ist sehr interessant, ja, man kann sich viele Fragen stellen, ja. War es jetzt die richtige Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben? Haben wir jetzt wirklich die Tafel jetzt besiegt oder haben wir noch was Größeres geweckt? Aber hätten wir sie so geweckt, wenn wir einfach jetzt mal gesprengt hätten? Wenn halt die Apex dann zerstört wird, dann gibt es ja auch eine Nachricht darüber an die anderen Teilchen, die noch kommen werden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, ein gutes Spiel. Aber nicht überragend. Also. Ja, wie soll ich das im Vergleich setzen zum ursprünglichen Prey, auch wenn er nicht viel miteinander zu tun hat? Ich würde jetzt sagen. Ja. Ist besser oder schlechter, als gesagt. Es kann ja natürlich schwer zu vergleichen allgemein, ja. Beim alten Prey hatte das Problem, dass wirklich am Anfang war es richtig geil und später war es ja irgendwie, ja. Dann war es einfach so, aber. Naja. Was passiert jetzt? Ah, es gibt noch mehr Credits. Erwähnen ja hier. Gut, es wird dann irgendwann zu einfach, das Spiel, ja. Es wird zunehmend zu einfach, weil das Spiel zu schnell seine ganzen Waffen ausspielt, ja, von wegen Typhon. Du hast den Albtraum, Typhon relativ früh schon. Das ist nur der stärkste, den es gibt. Und dann ja zum Ende hin hast du noch diese Tentakeln, aber die sind nicht mehr so problematisch. Deswegen, also. Da wirkt auch diese Militärprojekte irgendwie da einfach dazwischen reingeschoben, damit das Spiel noch anderes erlebt, kurz zum Ende. Aber hat man einfach gemerkt. Ja. Es ist Open World technisch. Man wird eigentlich für das Erkunden nicht wirklich belohnt. In dem Fall hat man mehr mitbekommen vom Spiel. Im Gegenteil, wie gesagt, man verpasst halt diverse Sachen, ja, man verpasst Dialoge, Monologe und so weiter. Ein bisschen schade, aber. Na gut, wir haben jetzt trotzdem eigentlich alles jetzt gesehen im Spiel. Trotzdem. Es hat auch Spaß gemacht, so ist es nicht, aber. Es hat auch diverse Mängel, die Spiel, wo ich muss einfach mal so sagen, dass es da sicherlich bessere Spiele gibt als Prey. Auch im. Vergleichbare Spiele, das soll wohl vergleichbar sein hier mit Bioshock und System Shock. Die Bayern nicht kenne selber. Ja, ich denke manchmal sind die noch besser, vermute ich mal, ja. Weil diese eher so hochgelobte Reihen, diese beiden Shock-Reihen. Prey ist nicht so hochgelobt, das ist glaube ich auch eher untergegangen.
Weil deswegen kann es sein, dass niemand. Deswegen kann es sein, dass niemals ein Nachfolger geben wird. Keine Ahnung. Vielleicht nicht mal ein DLC. Keine Ahnung. Aber wenn, dann wäre es natürlich auch ein Let's Play, was hier auf meinem Kanal kommen würde. Prey, der DLC oder Prey 2, was auch immer. Aber kann ich nicht sagen. Ansonsten, ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Projekt hier. Denkt an die Kommentare und an die Bewertungen. Also, falls es euch gefallen hat, schreibt warum. Gebt Feedback. Falls es euch nicht gefallen hat, ebenfalls warum. Ohne Kritik wird nichts besser. Ja, jetzt lasse ich hier nur Credits durchlaufen und wenn da noch was passiert, dann melde ich mich nochmal. Ich hatte jetzt nach. Ja. Das ist ein plötzliches Ende, muss ich sagen. Ja, wird da eigentlich gezeigt. Sind die jetzt Zeit auf der Erde oder nicht? Keine Ahnung. Aber wie gesagt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Ich sag danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Projekt. Du betrittst verborgener Ort. Die Tentakel des Apex-Typhon sind hochgradig tödlich. Sie ersetzen und verzehren die psionische Essenz in allem, was in der Nähe ist. Verbotener Ort. Es geht noch weiter. Das Spiel ist auch noch nicht vorbei. Es geht noch weiter. Wir werden sehen, wo wir jetzt landen. Vielleicht jetzt so eine Art Epilog oder sowas. Und wir werden mal vielleicht die Auflösung erfahren, was so auf der Erde jetzt passiert ist. Es ist vollbracht. Wie ist es gelaufen? Aktivierung der Spiegelneuronen ist vielversprechend. Empathiequotient ist außergewöhnlich hoch. Es denkt wahrscheinlich, es träumt, dass alles egal war. Sie gehen davon aus, dass es wie wir denkt. Sein Leben hängt davon ab. Unseres auch. Es läuft alles auf seine Entscheidungen hinaus. Es hat mich aus dem Frachtcontainer gerettet. Andernfalls wäre ich erstickt. Später hat es die Leitner-Konnektome besorgt. Sie hatten keinen praktischen Nutzen, waren für mich aber sehr bedeutsam. Es hat mehrere Typhon-basierte Neuromods installiert. Das könnte eine instinktive Rückkehr zu seiner Art bedeuten. Oder einen Versuch, beides zu vereinen. Am überraschendsten war es, dass es Dahl verschont hat. Vielleicht geschah das aus rein egoistischen Gründen. Ermöglichte aber prinzipiell auch anderen, von der Talos 1 zu entkommen. Michaela? Ich wäre ohne meine Medizin gestorben. Das war nicht einfach. Ich glaube, das sagt viel über sein Herz aus. Kann man das so sagen? Es hat auch die Aufnahmen meines Vaters gefunden. Und dann, ich hatte es nicht erwartet, aber ich durfte sie anhören. Trotz des selbstbelastenden Inhalts. Es war bereit, sich selbst verletzlich zu machen. Dann war da dieser Mann in der Psychotronik. Ingram. Es hat ihn gehen lassen. War das Gnade? Würden Sie es leben lassen? Ja. Sarah, Sie sind die Nächste. Die Situation im Frachtraum war schlimm. Keiner von uns hätte ohne seine Hilfe überlebt. Und es hat auch viele Typhon auf der Station vernichtet. Das muss ein gutes Zeichen sein. Außerdem durchkreuzte es da als Plan, uns als Geiseln zu benutzen. Wäre das einer meiner Officer, bekäme es von mir eine Auszeichnung. Danielle, was meinen Sie? Es hat mich gefunden.
Obwohl es das nicht musste. Ich habe es gebeten, Volontär 37 aufzuhalten. Das war gefährlich. Ich glaube, es besitzt einen Sinn für Vergeltung. Es hätte vielen von den Typhon-kontrollierten Menschen schaden können. Scheinbar hat es alles getan, um das zu vermeiden. Ich glaube, es wäre das Risiko wert. Schließlich wollte es das Nullwellengerät aktivieren. Warum? Um die Typhon-Technologie zu bewahren? Wir können nicht genau sagen, was seine Motive waren. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Du kannst uns hören, oder? Hier. Ich möchte dir etwas zeigen. Was zur Hölle? Das war jetzt so eine Art Test? Es war wirklich eine Simulation. Was du erlebt hast, war eine Nachbildung, basierend auf Morgans Erinnerungen. Es war wirklich eine Simulation. Das ist die heutige Welt. Jahrelang haben wir versucht, deine Fähigkeiten in uns zu integrieren. Andersrum haben wir es nie versucht. Bis jetzt. Du bist die Brücke zwischen unseren Spezies. Ich muss wissen, ob du uns sehen kannst. Also wirklich sehen. Falls ja, nimm meine Hand. Wir sind ein Typhon. Wir sind ein Typhon. Wir sind ein Typhon und wir wurden getestet, weil wir menschliche Sachen in uns haben. Ernsthaft? Alter! Hätte das alles gewusst, hätte ich natürlich alle getötet als Alien einmal. Auch wohl bin ich ein Mensch. Ich bin ein Mensch, ne, würde ich mal sagen. Dann hat jetzt dieses Kapselende von Alex, ja? Diese Alex-Kapsel, dann entsprechend das hier gespoilert. Von wegen nochmal. Tatsächlich ist das dann wirklich ein blöder Spoiler gewesen. Es war alles ein Test. Das erklärt so manche Bugs. Das erklärt natürlich manche Bugs. Grundsätzlich muss ich sagen, fand die Simulation dazu zu perfekt. Da war die Simulation zu perfekt. Muss ich sagen, in dem Spiel, ja? Weil da gab es nicht wirklich Fehler innerhalb der Simulation vom Spiel her, sondern es gab nur Fehler vom Spiel selbst. Was ein Unterschied ist. Es hätte dann Fehler, in meiner Meinung, die Simulation war zu perfekt. Es kam wirklich nie groß Zweifel. Nie Zweifel außer diesen kleinen Flashbacks hier, wo wir das gesehen haben, die hier offenbar nur als Operator existieren, oder ist er der Einzige, der jetzt hier der Mensch ist? Nicht einer vielleicht draußen. Krasser Scheiß! Ja, wir nehmen Alexander, oder? Wir haben ja alles getan, das würde jetzt total out of character sein. Aber wir jetzt die Wahrheit wissen, eigentlich. Wir wissen die Wahrheit jetzt. Aber wir nehmen Alexander. Wir lassen es krachen. Wie in alten Zeiten. Boah! Das war jetzt das Ende vom Spiel. Das war jetzt das richtige Ende. Jetzt waren aber doch irgendwelche Viecher an Bord dieser Shuttles oder was auch immer. Das heißt, die Erde wurde eingewebt. Aber das war's jetzt mit Prank gültig. Ein interessanter Schluss, der alles auf den Kopf stellt. War alles umsonst, alles vergebend. Ja, wenn man das wusste. Hätte alles gewusst, vorher hätte ich einfach alle umgebracht, glaube ich. Ja, macht ja wahrscheinlich für den zweiten Durchlauf, ist das interessant. Auf jeden Fall war's das dann jetzt hier mit Prey. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid bis zum Ende dran geblieben. Und ich sage an der Stelle, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Projekt.